Schützen- und Heimatbund haben eines ihrer wichtigsten Vorbilder gedacht, Sepp Kerschbaumer. Heute kamen sie in St. Pauls zur traditionellen Gedenkfeier zusammen. Aber im Jahr der Pandemie war die Feier in einigem anders als in früheren Jahren. Die Pandemie hat die heurige Kerschbaumer-Feier mitgestaltet. Bereits im Vorfeld erinnerten Schützen- und Heimatbund mit Plakaten an Sepp Kerschbaumer und seine Mitstreiter, ohne darauf jedoch die Feier zu erwähnen. Anders fiel dann auch die Feier selbst aus. Anstatt im Aufmarsch von bis zu 2000 Mann für das Ideal Selbstbestimmung zu demonstrieren, kamen die Schützen heute einzeln, mit Abstand, mit Maske. Und sie kamen direkt auf den Friedhof, ohne vorher die Messe in der Pfarrkirche von St. Pauls gefeiert zu haben. Für 60 hatte es eine Genehmigung gegeben, gekommen sind dann wohl aber mehr. Die Themen der Reden auf der Feier erinnerten dann aber doch stark an jene der Vergangenheit. Es ist Zeit, dass dieser Staat die noch wenigen im Exil lebenden Südtiroler Freiheitskämpfer nach 50 Jahren Entbehrungen ohne weitere Verfolgung zurück in die Heimat lässt. Er, sind wir von unserer Leid enttäuscht, von unseren Verantwortungsträger, die auch in dieser Angelegenheit zeigen, dass sie ein Rückgrat aus Gummi haben. Stimmt nicht? Dann beweist es uns und holt den Siegfried, den Heinrich und den Sepp endlich heim. Gemeint sind die drei noch lebenden Busterer Burm, Heinrich Oberleiter, Siegfried Steger und Sepp Forer. Nach Wortgottesdienst direkt am Friedhof und Ansprachen ging es wie gewohnt zum Abfeuern der Ehrensalve. Trotz dieser gewohnten Rituale ging es heuer insgesamt besinnlicher zu. Weniger Leute, mehr Abstand, globale Ansteckungsgefahr. Ich muss sagen, ich bin mit der Feier zufrieden, mit den Umständen und so weiter, weil man bedenkt, dass andere Jahre 2000 Schützen da waren und Leute. Nun ist das natürlich ein kleiner Rahmen, aber wir haben es gemacht, wir haben gezeigt, auch trotz aller Epidemien und alles, was so anfällt, wir haben diese Leute geehrt und das war unsere Aufgabe. Die Aufgabe, an der Sepp Kerschbaumer Gedenktafel weiterhin Flagge zu zeigen.